Das schnelle Gericht wird Ihnen präsentiert von Frankenland. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum schnellen Gericht. Heute Knoblauch-Champignon, Kartoffelsoße und Perlhuhnbrust. Schmeckt lecker, riecht gut. Und wie es funktioniert, das machen wir jetzt zusammen. Mitgebracht für unser Essen. Wir fangen mal, ich habe es ein wenig falsch aufgebaut, aber so ist mir halt gerade eingefallen. Sauerrahm, das brauchen wir für unsere Kartoffelsauce. Knoblauch, viel Knoblauch, okay? Da hinten ein wenig Butter. Kräuter haben wir sowieso immer da, Zwiebeln, da Kartoffeln. In dem Fall Perlhuhnbrust, ob du dann eine Barbarienbrust, ein Schweineländchen, ein Lammrücken, alles da Entscheidung. Wichtig sind dann hier unsere Champignons, weil da machen wir Knoblauch-Champignon draus, anbraten, füllen mit Knoblauch und die Stiele gehackt, angeschwitzt und so weiter. Ganz eine schnelle Nummer, sehr, sehr schön, sehr, sehr lecker und auch schön zum Vorbereiten für Grillen. Und die Köstomaten, ja, dass wir ein wenig Farbe haben, sonst wäre das ja langweilige Geschichte. Heiße Pfanne, heißes Töpfchen, Ofen vorgeheizt, können wir loslegen. Mit was fangen wir an? Champignons, hoppala. Hier, Stiele raus. Dann könnt ihr auch noch ein bisschen, dass da ein wenig mehr Platz ist. Aber das ist jeden. Dann probieren wir das mal mit einem Löffel, ob das gut geht. Da außenrum ist Locherglanz ein bisschen größer machen. Ja, entweder ihr drückt es einfach naus, also nicht nausdrücken. Hacken wir mit zusammen. Passt auf. Stiel raus. Und lassen, wie es ist. Fertig. Habe ich meinen Frieden. Also da haben wir es mit einem kleinen Messerler, das könnt ihr natürlich auch probieren. Schau mal, wenn ihr Champignon nicht mit dem Wasser waschen, bitte. Champignon ist wie ein trockener Schwamm. Ja, so, heute haben wir wieder Gefühl in die Finger. Ha? Champignon ist wie ein trockener Schwamm. Du walzt es unter das Wasser hältst, macht er und es ist voller Wasser. Wenn es das dann in die Pfanne wirft, da brät nichts mehr, das schmort nur noch, das köchelt nur noch so dahin. Okay, drum. Schau her. So. Kratze ich manchmal ein wenig raus, ich will da einfach genügend Füllung reinkriegen. Füllung wird dann viel Knoblauch, die Stiele, ein bisschen Zwiebeln da und dann Kräuter und dann kannst du es schön vorbereiten und wenn du das dann brauchst, schmeißt das bloß noch auf den Grill zum heiß werden, okay? Alles andere haben wir nämlich schon gemacht, also passt auf. Öl, Champignon rein. Nachdem wir jetzt da schon wieder so viel Schutt gemacht haben, 3 Stück pro Person reicht daher und wenn es da unten wieder, ich will halt einfach so Füllung einpasst, okay? Wenn auskratzeln, fertig. Ich habe mit Absicht nicht größere Champignons genommen, weil die finde ich zu groß für das, was ich vorhabe. Da ist jetzt dann richtig ordentlich Knoblauch mit drin und deshalb, wenn ich da so einen großen Champignon mit der Füllung fülle, da haut es sich schon durch, ne? Also das ist schön zusammenhacken. Schwitzen wir dann alles da drin mit an. Schau her. So, so. Dann haben wir hier Knoblauch. Da haben wir noch Knoblauch. Da haben wir ja gesagt, richtige Portion. Wie schnell ich am schnellsten einen Knoblauch richtig draufklopfen. Hinten und vorne abschneiden. Und dann sollte die Schale einfach so runtergehen. Okay? So schält es am schnellsten einen Knoblauch. Ich nehme da immer noch gerne mein Messer zur Hand. Dann bin ich nur ein wenig schneller, aber bin ja auch vertraut mit meinem Messerlamm. Schau her, 3 Zehen, 4 Zehen. Wenn er 5 stirbt, macht er 5. Nein, nicht genieren, okay? Und ihr merkt gerade, die Perlhuhn, die läuft so nebenbei, weil die Perlhuhnbrust, die muss ich nur anbraten. Alles andere geht genauso schnell. Hier schön in Öl braten, die Champignons. Champignons Braunöl, nicht trocken braten. Das finde ich zum Beispiel auf dem Grill immer ganz schwierig, ein Champignon schön hinzukriegen, wenn sie trocken auf dem Grill liegen. Okay, da stelle ich mir immer Pfännchen mit drauf. Hoppala, schau mal, das ist Wasser in die Champignon. Da stelle ich mir immer Pfännchen mit drauf und brate lieber ein Öl an, weil es einfach besser schmeckt. Bitte la.
machen wir am Schluss dann mit rein. So, schau mal. So, und da haben wir noch Kräuter, Salbei, Rosmarin, Oregano. Was haben wir noch? Thymian. Also, alles, was wir so gefunden haben in unserem Gläschen, hacken wir mit zusammen. Zack, Schale vom Knoblauch natürlich raus. Fertig, jetzt schau her, jetzt haben wir schon schöne Farbe. Ja, jetzt könnt ihr euch vorstellen, was noch passiert, wenn man die noch waschen würde. Na, schauen wir mal da. Einmal, zweimal. Das können wir nämlich als Vorbereitung hernehmen. So, schaut her. So, und jetzt kommt mein Champignon rein, mein Knoblauch rein. Dann schwitze ich das ganz kurz da durch. Salz, Pfeffer wäre noch von Vorteil. Ja, hole ich mir gleich, okay? Also, das braten wir jetzt schön an. Dauert ein paar Sekunden. Wir machen aber Kartoffeln nebenbei. Schau her. Für unsere Kartoffelsoße. Kartoffeln habt ihr natürlich gewaschen. Und ihr merkt, ich mache immer noch kein Ballhuhn, ja, weil das wirklich das ist, was am schnellsten geht. Ich schaue bloß auf meine Champignon, auf meine Zwiebel-Knoblauch-Mischung. Hey, Zwiebeln noch gar keine drin. Ha! Ich glaube, wir machen gleich noch ein paar Zwiebeln mit rein. So, schaut her, Kartoffelsauce. Ganz eine leichte Geschichte. Kartoffeln rein, Stück Butter dazu, Sauerrahmen. Ah, rührt sich schon was. Salz und Pfeffer durchrühren. Stelle ich mal auf die Seite. Durch das, dass mein Töpfler schon heiß war, zieht es relativ schnell durch. Schaut her. Einfach. So. Hier schneiden wir jetzt noch eine Zwiebel. Dann muss ich ganz kurz mein Salzstreuer lassen. Das steht sonst immer am Platz. Tja, jetzt habe ich es verstellt. Na, aber wir brauchen eh noch ein bisschen Zeit. Unsere Champignons, die dauern. Sprich, die Füllung dauert. Sehr, und das Wasser. Wie das steht auf 8 Induktion und diese Champignons haben jetzt schon so viel Wasser, dass das echt ein bisschen dauert, bis das ein bisschen braun wird. Zwiebeln mache ich gleich mit rein. Wie gesagt, ich hole mir meinen Salzstreuer, wische hier einmal drüber und dann sind wir gleich wieder zusammen. So, schau, ich habe drüber gewischt. Mein Salzstreuer habe ich auch wieder gefunden. Einmal hier salzen. Einmal da salzen und fertig. Schaut mal her. Das da reicht mir so. Einmal schön anrösten. Es muss nach Knoblauch riechen, das muss nach Champignons riechen. Das muss einfach lecker werden, das Ganze da drin, okay? Hier schön rauskratzen. Und nicht, dass ihr meint, die Pfanne wieder verschwinden lassen. Nee, nee. Die Pfanne brauchen wir jetzt für unser Ballhuhn. Da nehme ich jetzt bloß unsere restlichen Zwiebelchen und so weiter raus, weil sonst verbrennt uns das. Und arbeite mit der Hitze nämlich gleich weiter. Schau her. Ballhuhnbrust, da müsst ihr mal gar nichts machen. Rausnehmen, salzen, pfeffern beim Hähnchen oder Maishähnchen. Musst ihr noch eine Sehne wegschneiden oder ähnliches. Kannst du alles sparen bei der Ballhuhn. Die ist so zart, so butterweich. Einzigste Obacht geben. Die müsst ihr echt Obacht geben mit dem Braten. Nicht kurz trocken braten. Weil sonst ist das, hast du einen Haufen Geld ausgeben und dann hast du ein trockenes Stück Fleisch, nicht gut, okay? Schau her, richtig Butter mit Mai. Salz nochmals. Salz nochmals, jawohl. So, entweder ihr schlagt die Butter auf, aber nachdem unsere Champignon-Mischung hier eh warm ist, zerläuft euch die. Also, kalte Butter rein und nicht einfach liegen lassen und warten, bis es schmilzt, sondern unterm Schmelzen drunter rühren. Dann kriegst du ein wenig eine homogene Masse. So. Schau her. Und das so. Also was da noch reinpasst? Parmesankäse. Ja? Wenn du da noch einen Parmesan mit reinmachst, wäre das eine super Geschichte. Aber ja, zum Grillen muss dann Obacht geben. Schaut her. Und jetzt ist das nämlich ein richtiger Knoblauch-Kräuter-Kick hier. Wenn du jetzt die ganz großen Champignons nimmst, dann ist das schon zu viel, sag ich mal, okay? Schauen wir mal so.
füllen wir unsere Champignons. Sehr fein, sage ich. Und wenn dann unsere Ballhuhnbrust, so, schau her, leer, haben wir noch gut kalkuliert. So. Jetzt und wenn wir dann unsere Ballhuhnbrust braun gebraten haben, legen wir unsere Champignons da mit rein und dann schieben wir das Ganze in den Ofen. Ich hoffe mal, dass wir, schaut doch jetzt schon klasse aus. He? Rosmarin dazu, im Ganzen rein, Champignons mit rein und ab in den Ofen. 6 Minuten hätte ich mal gesagt, okay? Und dann lieber nachschauen. Also dann. Meine Kartoffelsoßenbeilage fertig, okay? Hier habe ich Tomaten geschnitten, klein mit rein. Die gehackte Petersilie, klein mit rein. Salz, Pfeffer, wenn es ein bisschen zu dick wird, ein paar Tropfen Wasser, hat sich das erledigt. Schau mal, ha? Eine scharfe Geschichte. Schaut euch das an. Sensation. Hier. Soße und Beilage in einem. Kartoffelsoße. Merkt euch das. Eine schnellere Beilage habt ihr noch nie in eurem Leben gemacht. Ballhuhnbrust. Fein. Und dann, warum es überhaupt da ist, das Ganze, die Knoblauch-Champignon. Also, wenn ihr das so hinkriegt, sage ich immer, wie immer, bin ich hochzufrieden mit euch, okay? Viel Spaß beim Nachkochen. So muss ausschauen, am Guten. Das schnelle Gericht wurde Ihnen präsentiert von Frankenland.